Falls ich dieses Auto noch vorstellen muss, Bentley Bentayga, haben wir jetzt zum ersten Mal für eine Woche in der Redaktion gehabt und war wahnsinnig umstritten. Erstens natürlich wegen seiner Ausmaße, wegen seiner Leistung. 6 Liter V12 Benziner mit 608 PS. Gehört das in einen SUV oder ist es schon pervers? Sicherlich für Aufsehen sorgen auch diese Ausmaße. Das Ding ist unglaublich lang. Also man braucht wirklich lange, um drum herum zu laufen. Man läuft und läuft und läuft. Und kommt dann erstmal hinten an und läuft immer noch. Und es dauert unendlich lange, bis man dann schließlich auf der anderen Seite wieder hervorkommt. Aber genau darum geht es auch. Die Ausmaße sind es, die wirklich für Aufsehen sorgen. Vielleicht gar nicht unbedingt die Leistung, mag sein, auch die Farbe. Dabei ist auch ganz erstaunlich, dass dieses Auto nichts anderes ist als ein im weiteren Sinne aufgewerteter Audi Q7. Selbst ein Porsche Cayenne darf sich als entfernter Verwandter fühlen, aber wirklich nur sehr entfernt. Denn was Bentley hier aus Konzerntechnik macht, großer Benziner, Q7 Basis, das ist schon ganz erstaunlich. Denn netterweise hat uns Bentley zu diesem Bentayga mal die Specifications List mitgegeben. Da sind auch Preise drauf genannt. Ich darf hier mal ganz kurz umdrehen. Ich rede nur von einem Basispreis von 175.200 Euro ohne Steuern. Und wenn ich jetzt von Preisen rede, dann geht es immer um Preise ohne Steuern. Ganz einfach, jeder wird sich 22 Zoll Räder gönnen, oder nicht? Bin ich mit 4.300 Euro dabei. Sehr gut gefallen hat mir auch die Handvernähung des Lederlenkrads. Ich nehme an, Lederlenkrad dürfte serienmäßig drin sein, aber die Handvernähung davon kostet 160 Euro. 2.000 ungefähr für ein Sonnendach. Und ganz zuletzt gibt es noch mal All-Terrain Specification, damit ich mit dem Schiff auch tatsächlich irgendwo ins Gelände fahren kann. 5 Mille ungefähr, 4,5 ohne Steuer. Dabei ist das einzige Gelände, und darüber war ich am meisten überrascht, tatsächlich hier die Hamburger Innenstadt. Da gab es so viele erhobene Daumen. Wir standen letzte Woche hier mit einem AMG C63 S Coupé. Das ist eine kleine Fliege gegen dieses Auto. Unglaublich. Das ist schon sehr irre, was da passieren kann. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Auto. Beeindruckend ist es allemal.